würde ich sagen, nachdem wir die Familie gerettet haben, die deutsche Familie, werden wir als nächstes, klar, guck mal, das ist eine geile Aussicht. Guck mal, ja gut, ich meine, wir sind am Wasser, was eigentlich sehr gut, ein sehr guter Spot ist, ne? Weil man muss sich auch waschen, ne? Und ich sehe, wir haben den nächsten Auftrag von Dutch. Das wäre dann Dutch van der Linde. Achso, natürlich heißt der neue, also der neue Sünden. Aber bevor wir zu Dutch reiten, werden wir zum Stall reiten. Wie gesagt, Günther rausholen. Ich hoffe, wir können Günther wählen. Und ja, dann werden wir als nächstes dann, wie gesagt, Dutch. Also, ne? Der wartet schon auf uns, ne? Oh. Nachdem wir dann im neuen Camp angelagert, ja, angekommen sind, geht es dann noch weiter. Ich hatte ja gesagt, dass ich mein Pferd Günther holen möchte. Das ist gar nicht mehr da, weil ich nicht verstehe. Obwohl ich dafür bezahlt habe. Naja, ist jetzt auch egal. Ich hatte ein starkes Pferd gehabt, ist jetzt nicht mehr, also ich habe es nicht mehr. Ne, gut, aber dafür habe ich jetzt mein Pferd aufgepimpt und ich habe das Günther genannt. Ja, ich habe jetzt richtig viel Geld investiert. Ja, man sieht, hat jetzt eine lange Strähne. Ja, beides ist rot gefärbt. Auch neuer Sattel drauf, alles. Ja, auch neue Aufzüge. Also richtig in das Geld, richtig das Pferd aufgepimpt. Und dann würde ich sagen, dass das Geld muss auch wieder reinkommen. Würde ich sagen, gehen wir den Javier. Ja, eine Familie ausrauben. Ja, weil das Geld muss ja auch wieder reinkommen, ja. Javier, I heard about a house. Could be interesting. What kind of a house? I don't know. A couple fellas I heard in town, they said it was really freakish. A family local boogeymen, I guess. But they're crooked in every way. So? Well, so these boys thought they were sitting on a lot of cash. And they're highway robbers, kidnappers, apparently. They're well hidden in the woods. That sounds pretty dubious. Of course, yeah, it's dubious, but there ain't much risk of getting caught. Okay, then. Let's go take a look. Exactly. Just take a look. Ja, nur mal anschauen, ne? Also nur gucken, ne? Steig auf dein Pferd, okay. Ah, okay, hier ist das Andocken von Pferden. Ich habe das nämlich gesucht. Gut, Javier, wo ist dein Pferd? Da ist. Dann mal los, zeig uns den Weg, wo wir das Haus, ja, ausrauben, plündern sollen. Ne? Pretty close now. Let's stop and go on foot from here. Just up the hill this way. Follow me. Okay. Wir kommen hinterher, ja? Du zeigst uns den Weg hier und sollten wir das eigentlich nicht abends planen, ein Haus auszurauben? There's a spot up ahead where we should be able to get a good look at the place. I want to make sure we don't run into any surprises. Sure. Apparently, his family's been isolated for so long, they started talking in their own weird dialect. They really don't like outsiders, especially on their turf. Well, you just keep selling me on this job, don't you? Pretty big barn in the back. It's not a bad place to start looking. There must be a lot of people living here. A large house.
desk could be in any one of them buildings, and who knows how many people are in there. I ain't sure about this. Boy, I think we need to draw them out somehow. And I got an idea. Follow me. Hey, Javi hat eine Idee. Wir folgen ihm. Denn ich weiß nicht, was er planen möchte. Ja? Ich habe keine Ahnung. All these trees? I can't get a proper look at the place. Well, hopefully it'll make it harder for them to spot us, too. The coast seems clear so far. Yeah, so far. Hey, keep it down. I hear voices. Come on, let's hide behind this shed. See if we can hear what they're saying. Just stay quiet. Where you been now, dude? Don't be boiling now, Pappy. I was gone for 10 minutes, I was. Can the hollygag order now day long? Cause Edie takes patrol now, don't you? What? No, Edie, get all the jam! You shut your gulper, or I'll flag her your felt, I will. Your niece will pull it up, boy. Up. Go guard the shed. Go! You understand what they're saying? Not much of it. What are we doing, Javier? Okay. Take cover by the rock over there. I'll create a little distraction, then you jump them, okay? What kind of distraction? You'll see. Okay, wir werden sehen, was Javier machen möchte. Boah, ich weiß es immer noch nicht. Ja, das Einzige, was wir machen können, wir können schon mal ein Messer nehmen und uns ranschleichen. Aber ich bin gespannt, was er vorhat. Gar nicht mehr so viel Muni, sehe ich gerade. Wo ist der? Da, zeig dich, Opa. Hab ich dich getroffen? Ist noch jemand? Komm raus da. Verdammte Laterne in der Hand. Ich würde sagen, warum nehme ich die nicht weg?
Ja, schnell plündern. They weren't shy about defending that barn. Let's check in there first. Suchen das Scheune nach Versteck. Okay. No place else I could store it. Hey, Arthur, give me a hand here. I told you it was worth the trouble, didn't I? Yeah. You take this. Let's split up. I'll meet you back at camp. Sounds good. $150. Ich würde aber sagen, bevor wir ins Lager zurückkehren, kommen wir uns nochmal hier um und ja, ich meine, wenn nicht schon alle jetzt tot sind, ja, gucken wir uns, wie gesagt, ne, hier ein bisschen um, plündern erstmal hier alles, ne? Können wir auch ein bisschen wieder verkaufen, ja. Wir haben sogar Zigaretten-Dings. Oh, Zigarettenbild. Das sind Sammelobjekte? Okay. Wusste ich gar nicht. Garderobe durchsuchen. Kann leider keine weiteren Gegenstände mittragen. Was ist denn noch hier? Guck mal da. Ach, Zigaretten sind das. Noch ein Zigarettenbild. Okay. Das ist bestimmt ein Gewehr, oder? Ja, okay, wir sind eingerostet. Pump-Action-Flinte. Nehmen wir mit. Nein, die lassen wir hier. Weil wir eben hier... Leckeste Reptilgewehr nehmen wir natürlich mit. Ich meine, gut, dass wir die jetzt eingesammelt haben, ne? Aber lass uns wieder oben liegen. Oh.
Rum kann man immer gebrauchen, ja, aber wir legen uns hier nicht schlafen. Wir gehen weiter. Also, wir schlafen natürlich lieber in unserem Lager, ne? Auch wenn wir hier schlafen können, aber nein, war es nicht. Oh, ah, können wir nicht mitnehmen. Fuck. Ich glaube, weil wir schon voll sind. Ich glaube, das ist ein Arzneimittel. Gut, dann haben wir diese auch durchgesucht. Ich glaube, da oben ist sowieso nichts. Dann bleibt uns noch eigentlich diese Hütte da übrig. Ne? Können wir denn da rein? Das ist die Frage. Ich glaube nicht, ne? Eigentlich schon, oder? Na, siehst du, wir kommen doch da rein. Bitte plündern, ja. Naja, immerhin 11 Dollar, ja. So, ich weiß nicht, was mit den Zigarettenbildern zu tun hat. Egal, wem die komplette Ranch haben wir jetzt, ja, sagen wir mal, durchsucht, ne? Klar liegen hier noch Leichen, die durchsuchen wir jetzt auch, ne? Und dann verpissen wir uns und reiten zurück ins Lager, ne? Oh mein Gott, halt die Fresse, du. Damit ich einen Tritt bekommen, ja? Ruhig, 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 ruhig. Easy, boy. Ja, easy, boy. You're okay, girl. Make a point. Was ist denn das für ein Pferd? Okay. Das ist Arbeitsheft. Geschwindigkeit, ja. You'll be all right. Oh, fuck. Come. Ja, wir gehen jetzt schon weg. So, wie gesagt, wir gehen ja sowieso jetzt zum Lager. Und ja, wir ruhen uns auch uns dann aus. Und dann würde ich sagen, machen wir dann den nächsten Auftrag bei Mr. Pearson oder bei Dutch, ne? Können wir uns mal aussuchen, ja. Jetzt mal gucken, wo wir hingelangt sind hier.
sind wir überhaupt? Ist klar. Willst du mich verarschen? Leck mich doch an die Füße. Okay, wir sehen uns dann gleich bei Dutch wieder. Ne? Also das dauert jetzt ein bisschen. Ja, das ist jetzt ein langer Weg. Ich werde, wie gesagt, an dieser Stelle einen Cut machen. Und wie gesagt, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir dann im Lager sind. Ne?